Ja, liebe Leute. Ja, halt die Wacken. Und damit dann herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Mafia 3, wir sind immer noch am Start. Wir sollen uns mit Donovan treffen und der sitzt da vorne und das machen wir jetzt direkt auf. Wir treffen uns mit Donovan. Können Sie mal aufpassen, bitte? Achso, das war nicht Donovan, okay. Da kommt er. Okay. Autodiebstahl, der nächste Story-Auftrag, den machen wir auf jeden Fall. Fangen wir an. Den nehmen wir mal mit. Wie weit ist denn das? 200 Meter. Okay, das können wir fast zu Fuß gehen. Aber wir nehmen das Auto. Ja, ja. Komm, wir nehmen das Auto mit. Halt die Backen. Rede mit Gina Kowalski. Leutnant Frank Pagani, als loyaler Leutnant steht Frank Pagani seinem Kaput Tommy Pagani ist heute zu Diensten. Er ist bereit, alles zu tun, was Tommy von ihm verlangt. Für das einziges Bestreben ist es, Dick Verhaber nicht zu verlieren. Frank auszuschalten hilft dir bestimmte Informationen, die du gegen Tommy Kano einsetzen kannst. Na gut, dann tun wir mal unser Bestes. Uiuiui, überall nur Kopf. Da müssen wir echt völlig aufpassen, dass wir hier nicht irgendwelche unnötige Action machen. Die Frage ist, ja gut, wir könnten ja theoretisch unsere Schläger drüber ansetzen, aber den brauchen wir dann erst auf jeden Fall, wenn wir wenn es wirklich heiß wird. So, der sitzt da oben. Na gut, wir brauchen ihn nicht, aber keine Meldung haben. Hey, hier drüben. Ach, die Seeverbündete, okay. Bist du der kranke Wichser, der sich um Junior Holland kümmern wird? Ich kann auch gleich wieder gehen, Lady. Ganz ruhig, hab's nicht so gemeint. Ich bin Gina Kowalski. Mein alter Herr und ich haben mit Junior Autos geklaut, bevor er sich entschieden hat, uns abzuservieren und mit Bacano weiterzumachen. Und wo steckt dein alter Herr? Ist Ostern im Knast gestorben. Oh. Sorry. Hätte sich nicht schnappen lassen sollen. Junior schmuggelt Autos über die Best Oil Tankstelle. Er hat da ein paar Profis, die ihm Luxuskarossen anliefern. Und ganz nebenbei bringt er auch noch geklauten Sprit aus der Raffinerie unter die Leute. Wohin gehen die Autos? Ein paar verkauft er hier. Aber bei all den vermissten neuen Autos in letzter Zeit ist Junior wohl gerade dabei, eine Lieferung aus der Stadt zu schaffen. Wenn er Leute auf der Straße hat, bringe ich die zum Reden. Vielleicht finde ich sogar raus, welche Profis für ihn arbeiten. Wir sehen uns, Gina. Juniors Jungs sind harte Brocken, aber du musst was aus denen rauskriegen. Hm. Okay, Kurierer. Regierungskurier liefert frisierte Autos zu Übergabepunkten ganz Tick vor. Schalte diese Kurierer aus, um seinen Nachschub an neuen Wagen abzuschneiden. Okay, das müssen wir also dann auf jeden Fall auch machen. Gut, tun wir mal unser Bestes. Ich behaupte nicht, dass das einfach wird.
Hier rüberklettern, das muss ich doch irgendwie ein bisschen lernen. So. Gut, dann fangen wir mal an damit. Was haben wir hier als erstes? Diebstahl. Okay. Ist das hier? So, okay. Dann müssen wir da, fangen wir an. Rain Roussel ist der erste, den wir uns vorknüpfen. Das ist der erste Teil auf jeden Fall. Die nächste Episode, wie gesagt, Autodiebstahl. Na gut, das klingt interessant. Das scheint wohl auch gut zu werden. Ich hoffe, dass wir es hinkriegen. Ich will beim Schlägertrupp sehr ungern jetzt schon anheuern. So. Verdammt. Ha! Die verzieht die Waffe. So, den haben wir weg. Die Waffe wegstecken. Ich brauche mein Auto wieder. So, den ersten haben wir schon mal down. Der zweite ist hier unten. Wer hat der denn jetzt weggenommen? Ach, nur 2000? Ich dachte, wäre jetzt mehr gewesen. Die alte Mucke, wenn ich das gerade so ein bisschen im Hintergrund höre. Kriege ich nicht so weggenommen, weg rausgenommen, oder? Was geht ab? Erledigt. Ich verpiss mich! So, die haben wir auch rausgenommen.
Also das ist jetzt zumindest... Ja, wir müssen eigentlich tatsächlich mal auf... Wir müssen da eigentlich aufräumen, weil wir brauchen... Wie viel haben wir denn noch von Schmuggel? Wir haben zwei... Warte mal, ist das nicht das... Ne, Schmuggel ist das nicht, ne? Auto... Blut und Öl, das ist die andere. Ja, wir müssen die Map... Wir müssen die Dings auseinandernehmen. So, den auch mal auseinandernehmen. Gute Nacht. Hier ist er nicht. Also weiter. Da bist du also. Ja, das gefällt dir, was? Die Wasserbombe jagen. Ah, meine Fresse, weil der ja in das Auto steigen wollte, statt die Typen dazu holen. Oh, war mir klar, ey. Und dafür verliest du jetzt wieder die Hälfte der Kohle. Damit sind wir also 4.500 weg, mal eben. Glaube ich zumindest. Scheiße, Mann. $5.000. Jo, mal eben kurz die Hälfte. Gut, wäre rausgenommen, ey. Oh, leck mich, ey. Das war mir so klar, ey. Weil ich mich eigentlich verstecken wollte und er dann lieber in das Auto eingestiegen ist. Das ist direkt hier vorne. Nach dem letzten Geld nehmen wir auf jeden Fall, bevor wir da mal so viel Geld verlieren. Diesmal wirklich den Schlägertrupp an Bord. Aber es fehlen immer noch 34.000. So, machen wir da. Okay, da sind genug Autos noch drin. Zerstöre die ganzen Autos. Okay, das könnte tatsächlich sein. Aber da werde ich, wie gesagt, mal meinen Schläger drauf ansetzen. Habe ich noch genug Kohle? Ja. Ja. Lass uns diese Ficker hier am Hafen platt machen. Na klar, bin gleich da. Dann auf. Weiter so, wir schaffen sie. So, rein mit euch. Wir räumen mal ein bisschen. Die Jungs räumen. Das war klasse. Alles easy, das war klasse. Munition. Der wird doch vergessen. Auslöschen. In der Kopf. Das war eigentlich. Und was macht ihr jetzt? So. Wir sagen jetzt die Autos hoch. Scheiße, die haben uns. Da haben sie jetzt eine super Idee. Jo, bis zum nächsten Mal, ne? Danke auf jeden Fall für die Hilfe. So, wir machen das jetzt anders. Wir jagen jetzt. Nochmal drei Autos hoch. Ups, das war dumm.
doof. So, warte mal. Nimm die Kohle mit. So, Geld immer mitnehmen. Irgendwo noch eine. Weil das sind doch so, dass ich Gastanks. Okay, so viel zum Thema dazu. Was fehlt dann eh noch 5000 Dollar nur? Warte mal, ich will nämlich irgendwo versenken. Habe ich hier nicht irgendwo noch einen? Ich stelle die hier hin, dann kann ich die Karre vielleicht. Vielleicht kriege ich sie dann so versenkt. Das ist blöd. Hat der nicht. Habe ich immer noch einen Benzintank oder so? Ich meine, wir sind ja im Hafengebiet, oder nicht? Machen das anders. Ich versuche die Karre im Wasser. Damit komme ich gar nicht, ne? Oder? Doch, wir haben die schon wecke. Naja. Da ist drum. Ich dachte, ich hätte die Karre jetzt irgendwie außer Haus. Hab ich die gerade außer Haus geschafft? Oh, Moment, da war wieder ist ein Bauteil. So, dann könnten wir tatsächlich sogar schon in dieser Folge den Boss machen. Na gut, wir haben ja noch einen Schlägertopf hier und hier ist das Bauteil. Die Frage ist: Kriege ich das jetzt hin? Kann ich den jetzt. Wo ist denn der Kasten? Da ist der Kasten. Offen. So, bauen wir das Teil mal ein. Zack. Nicht meine Schuld. Wenn die Trottel Benzin in ihrem Scheißtank lassen, na klar, dann nehme ich mir das. Ist ja meine Pflicht als gottesfürchtiger Mensch, so wie ich das sehe. Ja. Genau, 3 Stück hat er gebraucht dafür. Okay, haben wir das aber auch gemacht. Oh, wird das doch Geld oder so. Ein bisschen Kohle nebenbei verdienen, warum nicht? Ich habe das jetzt vergessen gerade. Sicher ist sicher. Sind hier keine feinen Männer, daher egal. Die haben wir nämlich immer kurz eben auseinandergenommen. Munition. Einmal kurz hier komplett die. Ich wollte gerade sagen, das
regnet sich hier rein gerade. Hm, da war noch Geld nämlich. Hier hinten. Eine ordentliche Stange sogar. Genau, die Schatzsumme haben wir schon erreicht. Das ist gut, das ist gut. Dann können wir jetzt mit Gina reden. Die ist Gott sei Dank nicht allzu weit weg. Das heißt, dort ist die junge Dame. Hm. Moment. Ziel auswählen, suchen wir es richtig. Die ist mir hier hinten irgendwo. Ich meine, Autos kriegen wir ja eh. Das sind 80 Meter oder so. Das können wir auch zu Fuß laufen. Die sind mir hier direkt gegenüber. Waffenwechsel, komm. Wir brauchen nicht unbedingt unnötig Aufsehen zu erregen. So, die Frage ist, machen wir das sogar noch in der nächsten Folge? Ja, komm, das machen wir in der nächsten Folge. Ich würde sagen, wir gehen dann in die nächste Folge dann, und dann versuchen wir mal, ja, den Autodiebstahl eben kurz auf unsere Seite zu holen. Bis dann und tschüss.